So, Peace Leute, mein Name ist Takiro. Herzlich willkommen zu diesem kurzen Q&A. Wobei kurz könnte vielleicht schwierig werden. Denn ihr habt mir mal wieder einige Fragen gestellt auf meiner Facebook-Seite. Und, hier ist das Video endlich für die Antworten. Ja, und fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Und zwar, welche Projekte folgen noch? Ja, wie die meisten von euch mitbekommen haben, bin ich ja jetzt endlich wieder aktiv dabei. Zocke endlich mal wieder. Ich gucke gerade mal, wann ich angefangen hatte wieder. Das weiß ich nämlich aus dem Kopf nämlich nicht mehr. Ja, und da ist natürlich dann auch die berechtigte Frage, wann kommt endlich mehr? So, starker Wind ist momentan. Nicht wundern. So. Das ist noch der alte. Ist nur, wir sind gerade weiter. Genau, hier fängt es so an. Ja, also offiziell gesehen am 22.05. Am 21. habe ich tatsächlich meinen allerersten Stream gehabt. Der ging tatsächlich nur 2 Minuten. Den habe ich auch wieder privat geschaltet. Da habe ich nämlich versucht, mit Hilfe von Twitch als auch von YouTube zu streamen. Das war übrigens ein Montag sogar. Ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob ich streamen kann. Ja. Und somit. Ja, wir haben mit Driver angefangen. Da habe ich jetzt aber eine kaputte Disk. Deswegen kommt Driver nicht mehr. Ronin Blade habe ich jetzt erstmal pausiert, da ich ja bei dem Endboss, bei dem Boss da, der mich relativ unfair, erledigt hatte, was ziemlich blöd ist. Gut, Takiro Talks habe ich ja einige Parts noch, aber die Themen finde ich irgendwie doch nicht so toll. Also ich habe einige Videos schon gemacht, aber im Endeffekt fand ich die Themen einfach nicht so toll. Ja, PS2-Demos sind natürlich noch da, die sind aber bald fertig. Also da sind nicht mehr allzu viele Parts. Plants vs. Zombies ist auch noch relativ frisch. Die sind jetzt auch gerade erst 3 Parts raus, sehe ich jetzt gerade. Ja, deswegen und ja, dann noch Need for Speed Underground für den Game Boy Advance. Ein Projekt, was unerwartet kam, ich weiß. Ist selbst für mich sehr unerwartet gekommen. Ja, und dann zwischenzeitlich natürlich Streams. Aber das ist tatsächlich noch eine andere Frage, die ich später noch beantworten werde. Ja, ja, das sind so die aktuellen Projekte, die ich machen werde. Welche Folgen noch? Also ich habe ja schon öfters, glaube ich, in einigen Videos auch oder auch im Streamer schon erzählt, dass ich immer ein Projekt, was ich mit der Elgato aufnehmen werde, ein PC-Spiel und dann noch ein Nebenprojekt, meistens aus dem Handheld, GBA, DS und so weiter oder PSP. Ja. Dann überlege ich mir momentan auch sogenannte Browser-Spiele zu zocken oder so, ich weiß es noch nicht. Da gucke ich mal, wie viel Lust ich da drauf habe und auch zeitlich. Weil die Parts und die Folgen müssen ja auch pünktlich kommen, ne? Und jeden Tag Videos zu bringen ist natürlich auf Dauer auch ein bisschen schwer. Ja, deswegen, es könnte durchaus sein, dass jetzt demnächst ein bisschen langsamer kommt. Dass nur ein Video pro Tag kommt, damit ich wieder Parts aufbauen kann, so dass ich dann immer ein bisschen was auf Vorrat habe, weil ich habe lieber irgendwas auf Vorrat, anstatt schnell durchzuziehen, finde ich. Ja, und ich muss natürlich die Parts auch erstmal erstellen und das nimmt so ziemlich die Hauptzeit an. Das Rendern ist relativ schnell. Also ich kann sagen, Rendern plus Hochladen maximal 1 Stunde ist natürlich nichts. Ja, aber da muss einfach die Zeit sein. Ja, ich habe natürlich auch viel um die Ohren. Deswegen
Ja, Elgato-mäßig kommen natürlich noch weitere PS2-Spiele. Ich habe ja unter anderem auch schon ein Projekt hier auf dem Kanal angefangen. Da muss ich noch überprüfen, ob ich auch wirklich alle Parts habe. Die habe ich tatsächlich, das heißt, ich kann damit demnächst anfangen, sobald die PS2-Demos fertig sind. Welches Projekt verrate ich noch nicht? Ist ja logisch, kann ja die Spannung rausnehmen. Ja, für den PC, da sind wir mit Plants vs. Zombies erstmal so weit ausgelastet. Einige Projekte kann ich leider nicht spielen. Das funktioniert irgendwie mit meinem PC nicht, mit Grafikkarte nicht oder zu alt. Deswegen, ich hatte nämlich an Replay-Projekte von Call of Duty 1 und 2 gedacht. Wird erstmal nicht so weit, also wird erstmal nicht sein. Also ich gucke erstmal, ob ich das eventuell mit den Einstellungen mit dem PC noch hinkriege. Muss ich, wie gesagt, erstmal noch nachschauen. Ja, und dann sind natürlich noch andere Spiele, die ich noch da habe, die ich ausprobieren möchte. Also ich habe, oh, grob geschätzt sind da 25 Spiele, die ich jetzt angesammelt habe. Es folgen natürlich noch mehr. Und dann natürlich auch auf Steam sind auch noch einige Spiele, die potenziell als Let's Play funktionieren können. Und da muss ich dann halt überlegen. Ja, deswegen aber mit Plants vs. Zombies sind wir, denke ich mal, sehr gut ausgelastet erstmal. Ja, deswegen die Story spiele ich, die Minispiele und dann noch den Survival-Modus. Und ja, deswegen das muss auch erstmal alles. Muss erstmal alles fertig gemacht werden und dann können wir drüber reden, ja, was zum PC-mäßig alles noch kommt. Ja, über die Handheld-Sachen kommen viele Spiele. Advance Wars wird ja natürlich noch weiter fortgesetzt. Duel Masters Sempai Legends, ich glaube, da habe ich noch nicht alle Parts hochgeladen. Da muss ich gleich selber nochmal gucken. Ja, Need for Speed Underground 1 ist ja noch im Laufen. Ja, es sind sehr viele GBA-Spiele noch, alles im Bereich RPGs gibt es ja noch viele Games. Dann gibt es auch noch viele Hacks, die ich ausprobieren möchte und spielen möchte. Also da haben wir super viel noch zu erledigen. Deswegen, also da jetzt konkret Namen zu sagen und Projektnamen zu sagen, wird erstmal schwierig sein, denn ja, es sind viele großartige Sachen dabei. Und da muss man natürlich mal entscheiden, was nehme ich als erstes und so weiter und wie lange dauert das und so. Ja, also man muss sich das immer im Klaren sein. Wenn man ein Projekt macht, muss man es ja auch anfangen, durchziehen, ne? Und ja, deswegen. Ich mag es eigentlich nicht, so Projekte da zu haben, die schon abgebrochen sind und so. Ja, deswegen. Also, das sind so die Sachen, die ich jetzt auch noch erzählen kann. Ja, zur zweiten Frage. Was ist mit Warzone 2100? Irgendwie habe ich mir die Frage schon gedacht, die kommen konnte. Ja, ich habe euch schon mal erwähnt in einem anderen Erster Eindruck, nee, nicht Erster Eindruck, sondern in einem Infovideo oder auch im Q&A, ich weiß es jetzt gerade nicht, dass ich tatsächlich Warzone 2100 angefangen hatte. Das war tatsächlich nur ein Part gewesen, den ich da hatte. Ein oder zwei, glaube ich. Und ja, durch den Umzug und so weiter habe ich natürlich nicht mehr die Dateien. Sprich, ich müsste mir das Spiel wahrscheinlich erstmal wieder neu holen. Und gut, das ist nichts Großartiges. Ja, und da muss ich erstmal gucken, weil Warzone 2100 werde ich dann für den PC spielen. Und da muss ich erstmal gucken. Ja, wann ich das reinschiebe, ne? Deswegen wird ja auch noch die Frage sein, wann wird das in der Woche hochgeladen? Da wird gleich noch später eine Frage dazu kommen. Genau, ist tatsächlich die übernächste Frage. Da werde ich dann auch nochmal drauf ansprechen, was da kommen wird. Deswegen. Und somit sieht es für Warzone 2100 erstmal ein bisschen düster aus. Es liegt einfach daran, es ist ein sehr langes Projekt, also da muss man sowieso davon ausgehen, dass ich bestimmt an die 100 Parts brauche, um dieses Game durchzuspielen, denke ich mal, im schlimmsten Fall.
denn das Spiel ist schon ordentlich schwer, finde ich. Also viele Stellen sind sehr, sehr schwer, finde ich. Und deswegen, da muss ich erstmal schauen, was ich dann mache. Deswegen kann ich nichts Konkretes sagen. Ich werde es auf jeden Fall spielen und wenn ich es irgendwie an einem, dass ich das irgendwie an einem Tag jede Woche irgendwie hochlade oder so. Oder besonderen Anlässen. Oder ich streame es gleich. Aber ich glaube, Stream wird ein bisschen langweilig werden. Da man ja warten muss, bis die Energie aufgefüllt ist und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch das anschauen möchtet. Klar, ich kann da ein bisschen quasseln nebenbei, aber ich glaube, so spannend ist es dann auch nicht wirklich. Aber gut, ich überlege es mir noch und werde es dann auch dem Sinne euch dann mitteilen. Ja. So, nächste Frage. Was wird mit Creepy Stories passieren? Beziehungsweise wird Creepy Stories weitergeführt? Ja, Creepy Stories, ein sehr schönes Thema. Jetzt kann man selber gucken, wie weit ich da gekommen bin. Creepy Stories ist ja einfach Creepypastas, gute Creepypastas, finde ich, zu lesen, vorzulesen, vorzustellen. Ja, es ist eigentlich ein sehr geiles Projekt gewesen. Ich muss einfach dazu sagen, also es gibt wirklich Projekte, es gibt Videos, die sind echt saugeil. Also die sind von den Klickzahlen sind die echt super gewesen. Ja, dann gibt es natürlich einige, die sind nicht so toll. Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass die Themen nicht so der Burner sind. Ja, ich habe das eine Zeit lang versucht, immer wöchentlich hochzuladen. Deswegen, dann hatte ich Ende 2016 hatte ich das dann wieder angefangen. Da habe ich auch wieder 3 Parts gemacht. Ja, deswegen, und vorher hatte ich 22 Videos schon gemacht, also eine Menge. Es sind insgesamt 25 Videos Creepy Stories. Ja, also ich habe... Also wenn ich mir die Videos hier anschaue, habe ich mal wieder richtig Bock, das Projekt zu machen, muss ich sagen. Ja, die große Frage ist, wann werde ich es hochladen? Ich denke mal, ich werde es wieder beibehalten, dass ich es von Samstag auf Sonntag ein Part hochladen werde. Und das werde ich dann einfach Woche für Woche weitermachen. Ja. So habe ich es, denke ich mal, vor. Muss das aber noch absprechen. Denn jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wer sind die anderen auf deinem Kanal? Denn wie viele mitbekommen haben, ist jetzt Samstag ein neues Let's Play dazu gekommen von jemand anderem. Und zwar zu Nier Automata. Der gute... So, jetzt muss ich gerade das Video aufmachen. Ja, der... Ach, jetzt hat er seinen... Hier gar nicht drin. Was ist das denn? Ach man, das ist doch scheiße. So, der gute Sasunaruta LP. Ja, genau. Der hat ja jetzt angefangen, Nier Automata zu Let's Playen für den PC. Und ja, die Fräulein Rotenburg ist ja sowieso jetzt mit The Evil Within noch weiter beschäftigt. Das sieht man dann bis August auf jeden Fall. Ja, und hier ist einfach die Frage, ja, ich bin nicht alleine mehr bin ja nicht alleine auf dem Kanal und deswegen es folgen auch von anderen Leuten halt ihre Let's Play Videos oder allgemein Videos. Und ja, wir haben so einen sogenannten Regelplan. Man sieht das, wenn man auf unsere Kanalinfo geht, auf unserem Kanal. Geht halt selber jetzt gerade drauf, nicht wundern, warum das Klicken. Ja, also ich bin da, also ich habe ja vorgesehen, meine Hauptprojekte, Plants vs. Zombies oder eine PS2-Demo-Part um 13.30 Uhr und das von Montag bis Freitag. Genauso wie Nebenprojekte, das ich tatsächlich hier noch ändern muss. Habe ich vergessen zu ändern, tatsächlich. Need for Speed Underground, GBA. Um 18.30 Uhr von Montag bis Samstag. Samstag ist jetzt gestrichen. Und zwar, weil der Sasunaruta LP, ich kann es nicht richtig aussprechen,
Er kann das irgendwie viel, viel geiler aussprechen. Deswegen habe ich ihn letztens auch noch drauf angesprochen, wie du das besser aussprechen konntest. Und das ist für mich irgendwie noch so ein bisschen zu schwierig. Ja, auf jeden Fall. Samstag ist sein Tag. Da mische ich mich nicht ein. Samstag bedeutet für mich dann free. Beziehungsweise, wenn ich jetzt Creepy Stories mache, dann ist es nicht free mehr. Dann werde ich Samstagabend, denke ich mal, wieder gegen 24 Uhr eine Folge rausholen. Ja, aber da werde ich euch dann auf unserer Facebook-Seite dann nochmal informieren, dass eine neue Folge Creepy Stories draußen ist und dass es auch um die Uhrzeit kommt. Natürlich. Deswegen, ja. So am Wochenende will man sich immer viel, viel mehr gruseln. Ja, und die gute Fräulein Rotenburg ist dann am Sonntag dran mit ihrem, ja, The Evil Within. Deswegen, ja, habe ich nur den Part Montag bis Freitag zu machen. Klappt auch ganz gut momentan. Deswegen, die anderen sind ein klein wenig auch mehr eingeschränkt als ich da. Ja, und ist ja auch in Ordnung, finde ich. Na, deswegen. Das so schon mal zur Info. Ich muss noch mal sagen, gucken. Nächste Folge. Gibt es ein gemeinsames Let's Play? Ist tatsächlich in Arbeit aktuell. Wir sind auch gerade am rumgucken, welche Spiele man sehr gut zu dritt zocken kann. Oder zu mehreren vielleicht. Eventuell haben wir einen Kandidat. Aber da muss man halt noch gucken. Ihr dürft mir natürlich auch gerne hier unter die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht irgendein Spiel kennt, was man ganz gut zu mehreren zocken könnt, wo ihr eventuell auch mitmachen könntet. Das wäre ja auch ganz geil, dass man sich irgendwie so das Team Game Invaders gegen das Team Zuschauer oder so oder ja, oder dass man irgendwie 3 gegen 3 machen kann oder so. So kleine Wettbewerbe aus Spielen und so weiter, das wäre auch richtig geil. Hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Also hätten wir auch richtig Bock drauf. Deswegen, da könnte man vielleicht auch irgendwas in der Richtung machen. Deswegen, ja, sind wir auf jeden Fall noch am Planen. Ich denke mal, da wird auch bald etwas kommen. Frage 6. Kommt wieder regelmäßig was? Und wenn ja, wann? Ja, regelmäßig kommt ja jetzt etwas. Habe ich ja gesagt. Also wir drei werden dann jede Woche eine gute Palette haben. Ich werde ja versuchen, pro Tag 2 Videos zu machen. Eventuell wird es wieder auf 1 runtergehen. Ja, da muss ich gucken, wie das klappt. Ja. Ich werde mal schauen, wie ich das machen werde. Und ja, deswegen, also aktuell ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt wieder da, ich habe einen PC. Ja, und solange der nicht kaputt geht, und das hoffe ich nicht, weil so ganz billig war der nicht. Und deswegen, also da wird jetzt auf jeden Fall mehr kommen, ich versuche so viel wie möglich. Denn ich habe ein Jahr nachzuholen, was richtig ätzend ist und ja, scheiße ist das. Und deswegen, auf jeden Fall von meiner Seite wird es da richtig viel kommen. Es gibt so viele Spiele, die ich auch spielen möchte. Und ja, deswegen freut euch schon mal drauf. Also geile Projekte. Ja, und somit kommen wir auch gleich schon zur nächsten Frage, die eigentlich passender angeschnitten ist. Kommen wir auch aktuelle Spiele? Ich hätte es ja gerade angesprochen, der Sasunaruta LP hat ja ein aktuelles Spiel, nämlich Nier Automata. Ich hab den Namen wieder vergessen. Das ist auch nicht schlecht. Obwohl das so ein gutes Game ist, ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, aber ich habe mir das Video auch angeschaut, denn ja, ich finde es ganz cool. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Allein die Musik fand ich schon geil. Deswegen, ich fand es auch relativ, also ich finde nicht relativ, sondern ich fand es interessant, spannend auch. Und das wird auch geholt für mich. Ja, in dem Sinne ist natürlich, kommt was Aktuelles. Ja, ich habe ja erstmal eine feste Reihenfolge der Konsolen.
Geplant somit wird jetzt erstmal PS3 den Vordergrund haben. Danach wird es Richtung Nintendo gehen. Wii, Wii U, Switch vielleicht. Switch ist ja aktuell. Xbox 360 ist ja nicht mehr aktuell. Ja, und dann die PS4. Aber dahin wird das locker noch mehrere Jahre wahrscheinlich sogar noch dauern. Außer es gibt halt ein Projekt, was ich irgendwie dazwischen schieben möchte oder so, deswegen. Aber es kommt auch drauf an, ich werde wahrscheinlich nicht alle spielen wollen oder vielleicht komme ich in einigen Spielen auch schneller durch als erwartet. Somit kann ich nicht 100% sagen, ob dieses Jahr kein aktuelles Spiel mehr kommt. Deswegen kann ich spontan jetzt einfach nicht so sagen, aber ich denke mal eher weniger. Also ich werde so wahrscheinlich erstmal so die Retro-Schiene beibehalten und lasse das aktuelle Feld dann eher den Kollegen auf dem Kanal. Ja, deswegen, ja. Ja, deswegen, ja, jetzt Frage 8, die mich ein bisschen überrascht hatte. Und zwar, was hat dir auf der E3 am meisten gefallen? Ja, die E3 war ja jetzt letzte Woche gewesen. Ich habe ja auch noch gestreamt, den Samstag und den Sonntag, und habe gesagt, da klappt es wahrscheinlich nicht, dass ich mir den ganzen Kram anschauen werde. Ist dem Sinn auch passiert. Ich habe mir das alles nachgeangeschaut. Square Enix habe ich mir angeschaut und die Nintendo. Schau, aber meistens habe ich mir nur die Trailer-Show angeschaut, weil das interessierte mich irgendwie am meisten. So, wenn die reden und so und Championship und so weiter, das hat mich irgendwie nie so brennend gefesselt. Von Sony und so weiter habe ich mir alles gar nicht angeschaut. Ja, was hat mir am meisten gefallen? Von Square fand ich einige Projekte echt sehr geil gestellt. Ich muss mir gerade selber mal gucken, ob es da irgendwie so einen Plan gibt. Was da jetzt so richtig alles vorgestellt wurde. Ob es da irgendwie so eine Liste von gibt. So. Deswegen ganz unvorbereitet das Video. Ist in Ordnung. Ah, ich hasse es, wenn diese Scheiß. Jetzt muss ich gerade selber mal gucken. Ach man. Also ziemlich viele Spiele sind ja natürlich rausgekommen. Ja, bei EA fand ich, wie gesagt, Battlefield 5 ganz interessant. Der Trailer sah ganz cool aus. Vielleicht werde ich da. Ja, ich weiß noch nicht. Also wahrscheinlich werde ich es mir nicht holen, aber ich fand es interessant, einfach das Konzept auch. Deswegen, also das war so bei EA das Sache. Bei Microsoft hat mir jetzt nicht so wirklich was gefallen. Höchstens also, dass sie neue Studios gekauft haben, zum Beispiel ein neues Fable soll jetzt in Arbeit kommen. Ninja Theory haben sie gekauft. Das fand ich ganz cool, muss ich sagen. Also so ein paar neue Studios, was ich ganz cool finde. Damit sie mehr Exklusivtitel haben. Da verspreche ich mir ziemlich viel sogar rum. Ja, also dass man da irgendwie so ein bisschen mehr rauskriege. Also da bin ich richtig, richtig gespannt. Ja, bei Bethesda, sie haben ja kurz zu Elder Scrolls was gezeigt. Ja, Fallout 76 sind so die Spiele, die. Ja, ist nicht so der
So, der Burner auf jeden Fall. Ja, Doom 2 fand ich, oder überhaupt ein Doom, neues Doom-Teil, fand ich super. Ich habe den ersten leider nicht gespielt, aber ich werde ihn mir jetzt einfach holen wollen, weil einfach, ja, der sowieso ganz cool aussah und jetzt auch noch mit dem zweiten Teil. Finde ich cool, dass die da auf jeden Fall in die Schiene gegangen sind. Ja, Square Enix, Kingdom Hearts 3 fand ich ganz cool. Zu Final Fantasy 7 haben sie ja nichts gezeigt, was ich ein bisschen schade fand. Ein neues Final Fantasy 16 leider auch nicht. Ja, Shadow of the Tomb Raider. Dragon Quest 11, was cool aussah auf jeden Fall. Da gab es natürlich auch noch ein paar andere Spiele, die ich ganz cool fand. Dieses Octopath fand ich super, weil das einfach dieses Bravely drin hatte. Einfach diese pixelige Grafik und mit RPGs und weiter und so. Battle und so. Boah, das fand ich schon geil. Also das werde ich mir tatsächlich auch holen wollen. Kingdom Hearts werde ich mir nicht holen. Ich finde es cool, dass sie es jetzt für Januar nächsten Jahres rausbringen werden. Also top. Ja. Das war so bei Square Enix ganz cool. Ja, deswegen also ja, Ubisoft, das neue Assassin's Creed sieht ganz cool aus. Also Division 2, da muss man halt gucken, was toll wird. Just Dance natürlich haben es auch wieder angebracht wie Switch. Ja, deswegen, also da muss man sowieso erstmal gucken. Ja, Sony. Sony war so der Burner. Da war halt super viel erwartet. The Last of Us Part 2 kam was, Death Stranding. Ja, deswegen, also das waren so die Hauptpunkte. Ja, Capcom, Devil May Cry 5 hat mich so ultra überrascht, muss ich dazu sagen. Ja, also Devil May Cry 5, da sage ich ganz ehrlich, bah. Klar, ich fand irgendwie so den Trailer, so fand ich so okay, so ein bisschen crazy, Nero und so weiter, dachte ich so, okay. Ungewohnt, strange. Ne? Kennt man eigentlich so von Dante und so, und Nero hat man ja aus Devil May Cry 4 so ein bisschen lieb gewonnen, auf jeden Fall deren Art. Und die wirkten da ein bisschen zu abgedreht, fand ich. Ja, aber wahrscheinlich haben die das einfach von DMC dann so ein bisschen übernommen und so. Ich denke mal, es wird sich einfach zeigen. Also ich finde es ganz cool mit dem Robo-Arm da von Nero. Da muss man einfach gucken, was da gepackt wird. Ja, zu Nintendo. Nintendo fand ich super spannend, denn ein Spiel wurde da so awesome gezeigt, was ich richtig geil finde. Nein, es ist nicht Super Smash Bros., aber schön, dass ein neues kommt. Ich fand es aber irgendwie so ein bisschen träge, irgendwie 20 Minuten mir den Scheiß da anzugucken. Alle neuen Charaktere und irgendwie alle neue Smash. Ich dachte mir so, Alter, es reicht. Ich hab jetzt alles Notwendige. Ich habe jetzt eigentlich alles gesehen, was ich nicht sehen möchte, beziehungsweise nicht brauchte mehr, um mir das Spiel zu kaufen. Ich werde es mir wahrscheinlich sowieso kaufen wollen, einfach nur, weil ich die Stages auch ganz cool finde und mit den Charakteren. Cool gemacht auf jeden Fall, dass alle bisher erschienenen Charaktere da sind. Das erspart mir natürlich aus dem 3DS oder Wii U die DLCs nachzukaufen. Das spart mir wiederum Geld, was ich auch gut finde. Und somit werde ich mir höchstwahrscheinlich Super Smash Bros. Dann für die Switch holen. Aber auch erst sehr viel später. Denn es kommt ein viel, viel geileres Spiel raus. Und zwar Fire Emblem The Three Houses. Und da muss ich sagen, Leute, als wir das gezeigt haben, ungefähr 5 bis 9 Sekunden des Anfangstrailers und ich wusste, dass es Fire Emblem ist. Also ich hatte mit Fire Emblem sowieso gerechnet, dass es auf der E3 kommt. Oder auf irgendeiner Nintendo Direct und dass sie dann damit rausgeholt haben. Ich habe tatsächlich auch unter dem PietSmiet-Video da mal kommentiert sogar, was ich dann tatsächlich ein bisschen kritisch gesehen hatte, weil PietSmiet kannten Fire Emblem überhaupt nicht
und waren dann so überrascht, so, oh, ja, sieht ja ganz cool aus und so. Und dachte ich mir so, Alter, das Spiel ist geil, das muss man doch kennen. Ich meine, Awakening ist wie eine Bombe hier eingeschlagen. Ich meine, jetzt muss man Fire Emblem langsam mal kennen. Und jetzt kommt tatsächlich noch eins für die Switch raus und das sieht nur awesome aus. Die Musik fand ich schon mal geil. Wenn man angreift, dass man da auch mehrere Einheiten sieht. Und ja, deswegen. Und dass das alles so wirklich wie ein Schlachtfeld aussieht. Und wow, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, die Charaktere sahen sehr vielversprechend aus. Ich bin mega gehypt auf die Story, weil es sieht einfach wieder wie ein Radiant Dawn aus von der Wii. Nur noch besser, weil man auch noch rumrennen kann, was ja bei Radiant Dawn leider nicht der Fall war. Leider. Haben sie aber auch erst viel, viel später eingebaut, dass man auch mehr... Aber das Rumrennen, wobei das ist auch noch nicht so wirklich... noch nie in so einem Spiel drin gewesen. Klar, man konnte bei Fates ein bisschen, aber auch nur in seiner eigenen Basis. In Fire Emblem Echoes konnte man die Dörfer besuchen und da zwischen Abschnitte durchgehen, aber das war auch nicht so wirklich. Also na klar, wenn man die Dungeon, wenn da war schon in Richtung geil. Also das haben sie richtig cool gemacht, finde ich. Aber ich denke mal, Treehouse wird einfach wieder einen Punkt höher gehen. Und das sah man halt im Trailer schon richtig super. Natürlich wurden sofort gemerkt, die FPS stimmen nicht. Ich scheiß auf die FPS. Hauptsache das Spiel wird geil. Und ich kaufe es mir trotzdem. Kackegal, ob es lackt oder so weiter. Ich meine, ich spiele Pokémon Sonne und Ultramond und der Scheiß lackt auch im Kampf. Und ich kaufe es trotzdem, weil es geil ist. Beziehungsweise ich zocken möchte. Ja, das war so bei Nintendo mein Highlight gewesen. Andere Publisher, Bandai Namco, Soul Calibur 6, Burner, Capcom habe ich ja schon gesagt, Devil May Cry war das. Von Koei kam ja noch nicht so wirklich was. Aber ich meine, sie haben jetzt auch Dynasty Warrior 9 rausgebracht. Das wird jetzt erstmal sowieso ein bisschen reichen. Ich habe es leider auch noch nicht. Ich würde es gerne haben, aber ich habe die anderen Teile noch nicht mal durch, muss ich dazu sagen. Wobei... Doch, klar. Koei hat doch was gemacht. Das steht hier falsch. Nioh 2 soll kommen. Dann sehe ich gerade, Dead or Alive soll auch kommen. Dead or Alive 6. Damit haben sie schon richtig geile Spiele raufgebracht, finde ich. Was natürlich eher so ist. Finde ich. Jetzt machen wir so ziemlich... Jetzt bin ich auf der Koei-Seite und schaue mir an, was die da noch so gebracht haben, ne? Ne, weil ich gerade ein Virus Orochi 4 sehe und okay, es kommt im Herbst. Herbst 2018 kommt ein neues Virus Orochi. Ich will ein Samurai Warriors 4 haben. Ne, 5 möchte ich haben. 4 gibt's schon. In 2 Fassungen sogar. Ja, das war's so tatsächlich auch schon, ne? Also, das waren so die Highlights. Ich habe, glaube ich, viel zu viel jetzt gelabert, ey. Boah, wir sind schon bei einer halben Stunde und ich bin noch nicht mehr fertig mit dem Q&A. Also, das war so, ne, die geilen Sachen auf der 3, die ich geil finde. So, schnell zur nächsten. Wann streamst du immer? Ich streame samstags ab circa 21 Uhr. Das wird am 23. Juni auch der Fall sein. Jede zweite Woche streame ich ab 21 Uhr. Ich werde es auch auf der Facebook-Seite noch von uns schreiben. Also, vorbeischauen lohnt sich. Gebt ein Like ab, bitte. Ich will sowieso momentan viel, viel mehr Werbung für die Facebook-Seiten von uns machen. Von meiner eigenen Takeo 94 Ever. Von der Team Game Invader-Seite und von Fräulein Rotenburg. Wir haben alle drei eine eigene. Also wir haben 3 Seiten insgesamt. Wäre klasse, wenn ihr vorbeischauen würdet, würde ich sagen. Like da lassen. Kommi sowieso.
Ja, genau, also ja, und dann meistens Sonntag. Ja, ich denke mal, Sonntags war jetzt eher so ein Speziellfall, aber ich denke mal, sonst Sonntag ausnahmsweise mal so zwischen 16 und 18 Uhr. Ich weiß es aber jetzt noch nicht. Ich glaube, diesen Sonntag wird es nicht sehr fall sein, da ich wegen einer bevorstehenden Klausur lernen muss. Und ich glaube, dann nehme ich mir lieber die Zeit fürs Lernen, statt eine Runde zu streamen. Aber ich werde es dann wahrscheinlich am Samstag spontan, beziehungsweise Sonntag spontan überlegen. Aber ich werde euch dann auf der Facebook-Seite nochmal informieren. Ja, nächste Frage. Wieso kommt kein Yu-Gi-Oh! Mehr? Ja, warum kommt kein Yu-Gi-Oh! Mehr? Durch den Umzug, den ich habe, habe ich nicht mehr so wirklich Kontakt zu meiner Yu-Gi-Oh! Community. Ne? Und deswegen spiele ich weniger Yu-Gi-Oh! Beziehungsweise das Spiel langweilt mich momentan sehr. Denn es wird einfach... Die Spielweise ist momentan noch ätzender als zur Zodiac-Zeit und True Draco und so weiter. Und ja, heutzutage gewinnst du nur, wenn du die meisten Handtraps auf der Hand hast und der Gegner halt nichts machen kann. Ja, und die Link-Monster sind ganz nett, sehen auch cool aus. Aber ich tatsächlich werde mir die Karten nur holen, um sie zu sammeln und nicht um damit zu spielen, weil... Es macht keinen Sinn mehr. Du gewinnst nur noch, wenn du Handtraps hast, und das ist nicht der Sinn der Sache, finde ich. Ja. Deswegen, und dann kommen wir auch gleich zu Frage 11. Was ist Final Fantasy Trading Card Game, und kommt da noch mehr? Ja, kommt. Ich habe tatsächlich noch hier ein Video. Das werde ich jetzt noch die Tage fertig machen und auch hochladen. Denn ich werde jetzt auch... Wow. Zusammengedrückt. sogenannte Openings werde ich machen. Ich habe ja schon mal ein Display geöffnet. Ich habe ein Pre-Release-Kit aufgemacht. Ja, Starter-Decks vorgestellt. Wobei, die habe ich, glaube ich, nicht alle gezeigt. Deswegen. Und ja, da wird noch viel, viel mehr kommen. Auch Deckvorstellung, Meta und so weiter. Und da werde ich auch ein bisschen Werbung für eine andere Seite machen, die hier mehr den Fokus hat als ich. Ich bin ja hauptsächlich auf Gaming und so. Und deswegen weise ich da auch ganz gerne auf eine andere Seite mal hin. Und ja, das wird aber unter den Videos dann immer sein. Und ja, das war sogenanntes Q&A. Also jetzt bin ich im Schnelldurchlauf tatsächlich gewesen. Weil ich wegen dem E3-Quatsch jetzt zu viel gelabert habe, muss ich tatsächlich sagen. Ist schon strange, ey, wirklich. Ja, das war so das Q&A. Leider ein bisschen zu lang. Aber gut, wann haben wir mal die Freizeit, so ein Video zu machen, finde ich. Und ja, ihr dürft mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie euch die Sachen gefallen, die ich jetzt verkündet habe und so. Und generell eure Meinung, die ist mir immer sehr, sehr wichtig. Deswegen, und auch immer dieses fleißige Schreiben und so. Und Kommentare, das finde ich sowieso immer super klasse, finde ich. Und da bin ich super glücklich mit, dass ich so welche Videos wie jetzt gerade Q&A mache. Ja, deswegen, eine ganz große Bitte hätte ich natürlich, ich würde mich super gerne freuen, wenn ihr am Stream immer dabei seid, weil, ja, ich meine, da kann man so auch einfach mal quasseln. Und ja, da habe ich einfach viel, viel mehr Nähe zu euch, was auch viel, viel cooler wäre. Ja, und dann kann man gemeinsam reden, eventuell auch zocken und so. Deswegen, und deswegen wollte ich auch streamen. Auch wenn die Qualität nicht so ganz der Burner ist, aber Hauptsache ich bin live. Ne? Ist ja auch nicht immer so möglich. So Leute, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat dieses ziemlich lange Video gefallen. Und wir sehen uns dann zu meinen anderen Videos oder am Samstag ab 21 Uhr live auf YouTube mit einem Livestream. Wir werden sehr wahrscheinlich Naruto Ultimate Ninja 1 für die PlayStation 2 weiter zocken, denn das dauert noch ein bisschen. Und ja, Leute, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis dann, haut raus und ciao.